Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Götterfunken Genuss für Geist und Gaumen. In dieser Episode komme ich einem öfters von Ihnen geäußerten Wunsch nach, doch auch einmal wieder einen Rum zu verkosten. Und ausgesucht habe ich mir ja so etwas wie einen Geheimtipp, den Ron Sostenible. Und einer der Gründe, warum ich ihn gewählt habe, offenbart sich gleich in seinem Namen, denn Ron Sostenible heißt auf Spanisch nichts anderes als nachhaltiger Rum. Ob und inwieweit er wirklich so nachhaltig ist, dazu später etwas mehr. Zunächst einmal zu den Eckdaten. Es handelt sich um einen dominikanischen Rum, also er kommt aus der Dominikanischen Republik, übrigens über den Umweg Dänemark zu uns nach Deutschland. Und der Mann, der für dieses Produkt verantwortlich ist, heißt Bintu Singh. Er ist Däne und hat zunächst in der Seefrachtspedition gearbeitet und hat auch Seefrachtspediteur gelernt. Und ja, den Seeleuten sagt man ja ohnehin eine gewisse Affinität zum Rum zu. Und so hat er 2008 mit 4 Partnern einen Rumhandel gegründet, importierte Rum nach Dänemark, wurde bald zum größten Rumimporteur des Landes und exportierte dann auch mit dieser Firma, ich glaube 1423 World Class Spirits oder so ähnlich hieß sie, in über 20 Länder seinen Rum. 2017 ist er dann dort ausgestiegen, hat seine Anteile an die verbliebenen Partner verkauft und wollte wohl eine Zeit lang erstmal nichts so richtig machen und tun, vielleicht auch eine Sinnkrise, das weiß man ja nicht. Auf jeden Fall fand er dann, ich glaube, auf einem Tasting, würde man heute neudeutsch sagen, also auf einer Verkostung, einem Ereignis, einem Event, wieder zum Rum zurück und war wieder Feuer und Flamme. Dafür wollte die Sache aber diesmal anders, nämlich nachhaltiger aufziehen. Und ich kann Ihnen jetzt schon sagen, das ist kein bloßes Werbeversprechen, wie man sie heute auf jeder Homepage eines jeden Herstellers findet, sondern da ist was wirklich was hinter, was sehr interessant ist. Der Rum ist mindestens 8 Jahre alt, der in dieser Flasche ist. Dieser ist sogar 9 Jahre alt, das steht dann hinten drauf. Und er hat diese Jahre komplett in Ex-Bourbon-Eichenfässern gelagert. Das heißt, es ist kein Solera-Verfahren, wo man dann sagt, ja, der ist 8 Jahre alt, das heißt dann ein bisschen ist 8 Jahre alt, der Rest ist so 3, 4, 5 oder 2 oder 1 Jahr alt, sondern der ist tatsächlich komplett 8 Jahre Eichenfass Ex-Bourbon gelagert in der Dominikanischen Republik. Er ist auch aus Zuckerrohrsaft gemacht und nicht aus Melasse, was auch schon mal etwas hochwertiger anmutet. Für viele etwas minderwertiger mutet an, dass er mit Zuckercouleur gefärbt ist, was meines Erachtens nach aber völliger Quatsch ist, das so zu bezeichnen, denn dieses Verfahren finden wir selbst bei den ach so reinen Single Malt Whiskys in Schottland und da sind sehr viele auch mit Zuckercouleur gefärbt. Das hat geschmacklich keinen Einfluss, man will einfach nur ein gleichbleibendes Erscheinungsbild erzeugen. Natürlich kann man als Purist sagen, ja, der soll sich die Farbe aus dem Holz holen, das macht er ja auch, man rundet das dann nur ab. Anders ist es mit der geschmacklichen Abrundung, der Dosage, die bei vielen Rums eingesetzt wird, auch bei sehr, sehr namhaften Firmen, die um ein Vielfaches teurer sind, so im 100er-Bereich oder sowas, finden wir die Dosage, das heißt den Zusatz von Zucker. Ich möchte mich da jetzt nicht in den Streit einmischen, ob das verpönt, verboten, schlimm oder gut ist. Einfach nur betonen, er hat eine Dosage. Und es ist auch eine Kunst der Brennmeister, die richtige Dosage für das richtige Produkt zu finden. Denn was macht die Dosage anderes, also dieser Zusatz von Zucker anderes, als einen sehr kantigen, sehr eckigen, runden Rum etwas runder zu machen? Darum geht es letzten Endes. Also ein Rum aus der Dominikanischen Republik, der übrigens mit 40 Volumenprozent abgefüllt wird, 8 Jahre mindestens in Ex-Bourbon-Fässern lag und zu einem Preis von 39,90 Euro, also knapp 40 Euro, bei uns hier in Deutschland erhältlich ist.
Mit den Götterfunken halten wir es heute auch etwas anders als sonst. Sonst haben wir immer einen Paten, dem die gewidmet sind. In diesem Fall hat mich die Regie, meine Frau, darauf aufmerksam gemacht, mach doch mal ein Thema, mach doch mal was anderes, häng doch mal die Götterfunken an einem Thema auf. Und da wir gerade von der Seefracht sprachen, und Sie sehen es hier schon, da steht ein kleines Bottleship aus der Sammlung meines Schwiegervaters, ein Segelschifflein in der Flasche. Er würde mich jetzt rügen, mein Schwiegervater, es ist ein Schoner, kein Segelschiff. Das Segelschiff ist wohl nur der Überbegriff, ich kenne mich da gar nicht mit aus. Er fährt mit so etwas und hat da auch die entsprechenden Scheine. Nun, Sie sehen es, das wird das Thema unserer Götterfunken sein, und zwar das Sinnbild des Schiffes. Und das möchte ich von verschiedenen Ecken mal her beleuchten, wo es und wie es auftaucht. Natürlich kann man das in der Kürze von Götterfunken nur anreißen, aber es sollen ja auch genussvolle Appetithäppchen sein. Und das erste davon, das serviere ich Ihnen jetzt sofort. Das Schiff ist ein in zahlreichen Kulturen und über Jahrtausende tradiertes Sinnbild mit zahlreichen Bedeutungsebenen, die sich allerdings seiner Natur als Fortbewegungsmittel entsprechend ganz allgemein betrachtet auf die Thematik der Reise konzentrieren lassen. Die Reise der Sonne durch Ober- und Unterwelt wird im alten Ägypten zum Beispiel behelfs des Sonnenschiffes vollführt, und auch Felsritzungen der nordischen Bronzezeit, wie dieses Sonnenboot auf Bornholm, werden von manchen Forschern in diese Richtung oder sogar in Abhängigkeit gedeutet. Wie im alten Ägypten war das Schiff auch hier zunächst einmal das zentrale Verkehrsmittel in der realen Welt. Darüber hinaus gibt es aber zahlreiche Abbildungen, häufig auf Rasiermessern, die das Schiff eben als Träger der Sonnenscheibe erscheinen lassen. Wenn man jetzt hinzunimmt, dass diese bronzezeitlichen Sonnenschiff-Rasiermesser nicht nur einfache Werkzeuge, sondern zudem rituell aufgeladen, höchstwahrscheinlich wichtiger Bestandteil der Initiation vom Knaben zum Manne waren, ergibt sich, dass das Schiff als eines der mächtigsten Menschheitssymbole überhaupt ein Vehikel dreier Sphären ist: der irdisch-menschlichen, der transzendental-göttlichen und der kultischen, die die beiden ersten miteinander verbindet. Dass das Schiff als Instrument der Reise durch Unter-, Mittel- und Oberwelt somit prädestiniert war, zum vielleicht umfassendsten Sinnbild der Lebensreise an sich zu werden, liegt damit auf der Hand, und die Beispiele in Literatur und Kunst sind vielfältig. Von Homers Odyssee bis hin zu den Sternenschiffen des Star Trek spiegelt sich das Phänomen der grenzüberschreitenden, grenzverletzenden Lebensreise mit all ihren Gefahren, Genüssen und Entdeckungen wider. Die Reise konnte sowohl die der Gemeinschaft, des Staates oder Stammes, als auch die des Einzelnen bedeuten. Und im letzteren Fall, wenn der Mensch seine eigene Reise wie auch immer beschlossen hat, setzt er nicht selten auf einem Boot ins Jenseits über, für einen Obolus unter der Zunge vom grämigen Fährmann Charon transportiert. Diese letzte Überfahrt ist es, wenn man sprichwörtlich den Styx überquert, über den Jordan oder im bergischen Spezialfall über die Wupper geht. Überhaupt künden noch zahlreiche Formulierungen in der Alltagssprache von der geistesgeschichtlichen Odyssee des Schiffssymboles. Wenn jemandem etwa ein Unternehmen misslang, sagt man, er hat Schiffbruch erlitten. In Gefahr sucht man einen sicheren Hafen auf, und wo man sich rundum wohlfühlt, kann man Anker werfen. 1846 schreibt der großartige Komponist Franz Liszt, mein zweites Video war ihm übrigens gewidmet, an seine Mutter:
Bis jetzt wüsste ich nicht, dass man mir ernstlich vorwerfen könnte, mein Schifflein schlecht geführt zu haben, und ich suche unter meinen Kollegen die Leute, die das ihre besser zu lenken gewusst haben. Nun aber muss ich meiner Ansicht und artgemäß, wenn ich nicht ein Narr oder Einfaltspinsel werden will, binnen kurzem mein Lebensschiff gegen ein besseres, bequemeres und geräumigeres auswechseln. Unter dem Vorbehalt, dass ich die misslichen Gepäckstücke über Bord werfe und lande, wenn es mir recht ist. Auch ein guter Rum kann dazu verleiten, die misslichen Gepäckstücke wie Alltagssorgen und lästige Pflichten über Bord und im Genuss des Augenblickes Anker zu werfen, zu entschleunigen und zu verweilen. Und dieser Rum hier hat, ich habe ihn ja schon das ein oder andere Mal probiert, wie Sie sehen, das Nämliche wie die meisten seiner Kollegen, nämlich, dass wenn man einen Rum aus der Flasche ins Glas schüttet und dann die erste Schnüffelprobe nimmt, man immer das Gefühl hat, man riecht an so einer Patex- oder Uhu-Dose. Waren das nicht eher Flaschen? Bei diesem hier, im Gegensatz zu anderen, verfliegt das aber doch relativ schnell. Und dann kommen auch schon diese herben Holztöne hervor. Na, schon ein bisschen Kante und dann sehr schnell darunter aber die Süße von Karamell und der zu erwartende Ton von Vanille. Sehr schön ist die Vanille eingebunden in dieses zuckrig-süße Karamell-Toffee. Da merkt man schon gleich, wohin die Reise wohl gehen wird. Ein bisschen wie in die Vergangenheit, so das Kind am Kirmeswagen, wo ein bisschen die Zuckerwatte blüht und Paradiesäpfel leuchten. Apropos Erinnerungen und wie wir gerade in dem Götterfunken von der letzten Überfahrt gehört haben, die Symbolik des Übersetzens über den eigenen Lebensfluss muss ja nicht nur der Tod sein, das kann eben auch Erinnerungen bedeuten und hervorrufen. Und da musste ich an dieses schöne Gedicht von Ludwig Uhland auf der Überfahrt denken. Hoffe, ich kriege es noch zusammen. Das ist ja zu einer Zeit entstanden, Ludwig Uhland, 19. Jahrhundert überwiegend, ich glaube noch im 18. geboren, die Lebensdaten kann ich kurz einblenden. In einer Zeit entstanden, da man nicht an jedem Fluss alle paar Kilometer eine Brücke hatte, sondern wenn man hinübersetzen musste, dann hat man sich einen Fährmann herangewunken, den es dann gab, und dem hat man die Miete für seinen Kahn und seine Überfahrt gezahlt, die er dann mit einem vollführt hat. Und auf der Überfahrt ist ein Gedicht, wie gesagt, von Ludwig Uhland, wo ein Mensch sich übersetzen lässt und während dieser Fahrt bemerkt, hier war ich doch schon mal, sich also in seine Kindheit zurückversetzt. Und es geht ungefähr so: Über diesen Strom vor Jahren bin ich einmal schon gefahren. Hier die Burg im Abendschimmer, drüben rauscht das Wehr, wie immer. Und von diesem Kahn umschlossen waren mit mir zwei Genossen. Ach, ein Freund, ein Vatergleicher und ein junger Hoffnungsreicher. Jener wirkte still hienieden und so ist er auch geschieden. Dieser, brausend vor uns allen, ist in Kampf und Sturm gefallen. So, wenn ich vergangener Tage glücklicher zu denken wage, muss ich stets Genossen missen, teure, die der Tod entrissen. Doch was alle Freundschaft bindet, ist, wenn Geist zu Geist sich findet. Geistig waren jene Stunden und Geistern bin ich noch verbunden.
Nimm nur, Fährmann, nimm die Miete, die ich gerne dreifach biete. Zwei, die mit mir überfuhren, waren geistige Naturen. Ludwig Uhland auf der Überfahrt. Geistige Natur ist auch tatsächlich dieser Rum. Und zwar eines reinen Geistes, denn die Produktionsfirma, die Bintusin gegründet hat für diesen Rum, die nennt sich A Clean Spirit, ein reiner Geist. Und der Slogan, der über diesem Rum steht, heißt The Conscious Choice, das heißt die bewusste Wahl. Hier geht es wieder um die Nachhaltigkeit, der reine Geist, die bewusste Wahl. Ja, was ist denn da nun so nachhaltig? Zum einen die Destillerie, wo der Rum gebrannt wird, schafft es tatsächlich einen Kreislauf zu erzeugen. Die Zuckerrohrplantagen sind um sie herum angelegt, es sind keine weiten Transportwege. Sämtliches CO2, was entsteht beim Vergärungsprozess, wird in Druckbehältern aufgefangen, damit es nicht in die Umwelt geht und dann für kohlensäurehaltige Getränke verwendet, um die sozusagen damit zu füllen. Die Reste der Biomasse werden auf den Feldern als Dünger gebraucht und die weiteren Abfälle werden genutzt, um die Brennblasen zu feuern. Es wird also kein extra CO2 verbrannt und kein anderer Brennstoff genutzt als das, was man vorher abholzt und was dann nach dem Zuckerrohrpressen auch übrig geblieben ist. Das ist schon mal ein sehr nachhaltiger Ansatz, den man so in kaum einer Destillerie finden wird, weil es eben auch ein recht teurer Prozess ist. Aber diese Nachhaltigkeit, um die es Bintusin geht, soll nicht nur ökologischer, sondern auch menschlicher Natur sein. Eine Nachhaltigkeit in der Beziehung zu den Leuten dort. Und daher hat diese Destillerie, die eine Menge Mitarbeiter hat, teilweise 4.000, bis zu 4.000 ungefähr, einen höheren Lohndurchschnitt und vor allen Dingen eine kostenlose medizinische Versorgung. Sie bietet Bildungsangebote, man kann lesen und schreiben lernen und was besonders schön und nachhaltig in die Zukunft gedacht ist, man hat Schulbusse angeschafft, um die ganzen Kinder der Region, ob sie nur Mitarbeiter sind oder nicht Mitarbeiter, also die Eltern Mitarbeiter oder nicht Mitarbeiter sind, die ganzen Kinder der Region kostenlos zur Schule zu fahren und auch wieder abzuholen, damit sie eben nicht arbeiten gehen oder zu Hause bleiben, sondern die Schulbildung genießen können. Von diesen Zielen könnte sich auch manch ein Staatsmann oder ein Staatenlenker hier etwas abschauen und abgucken. Und das führt uns zu unserem nächsten Götterfunken, das Schiff einmal beleuchtet aus einer, ja, man könnte salopp sagen, politischen Perspektive. Das Schiff auf dem Meer als Sinnbild der individuellen Lebensreise wird ins Gemeinschaftliche und hier in Sonderheit ins Politische gewendet, zum Staatsschiff. Dieses Bildes bedient sich bereits die antike Rhetorik, wenn etwa der große Komödiendichter Aristophanes in seinem Stück »Die Wespen« vom »ganzen Schiff der Polis« schreibt oder sein knapp 80 Jahre älterer Kollege aus dem tragischen Fach Aischylos im Anfang seines Dramas »Sieben gegen Theben« den heute immer noch gültigen, Wahrhaftigkeit einfordernden Satz sprechen lässt. »Sagen, was die Zeit gebeut, muss wer am Ruder wacht des Staates.« Und wie wenig hat sich geändert. Umfragen hin oder her. Wenn die Zeit, die politischen und gesellschaftlichen Umstände es erfordern muss, jedenfalls sollte der Staatenlenker, der Kapitän, Steuermann oder Lotse, ob populär oder nicht, auch unbequeme Wahrheiten aussprechen. Und das möglichst nicht scheibchenweise in Rücksicht etwa auf Umfragewerte.
Vor allem in Seefahrernationen wie Niederländern, Spaniern oder Briten findet sich eine reiche Bildtradition, wo das Staatsschiff nicht selten in Union mit dem Kirchenschiff zu sehen ist. Aber auch in den USA haben sich Variationen dieses Gedanken bildlich und sprachbildlich manifestiert. Wenn etwa Henry Longfellow 1849 aus berechtigter Sorge der immer weiter auseinanderdriftenden Nord- und Südstaaten sein Gedicht »The Building of the Ship« verfasste, in dem es gegen Ende heißt »Thou to sail on, O ship of state, sail on, O Union, strong and great, humanity with all it fears, with all the hopes of future years is hanging breathless on the fate.« Emanuel Leutzes großformatiges Gemälde »Washington überquert den Delaware« ist ebenfalls eine pathetische Darstellung mit deutlichem Staatsschiffscharakter, die sich auf einen Wendepunkt des Unabhängigkeitskrieges bezieht. Ohne darauf jetzt historisch näher einzugehen oder auch das Gemälde ausführlich zu analysieren, kann man doch sagen, dass das eigentliche Anliegen des deutschstämmigen Malers Leutze so kurz nach der gescheiterten 1848er Revolution war, die Idee eines demokratisch verfassten, einheitlichen Deutschlands ganz nach dem Motto der Vereinigten Staaten von Amerika, e pluribus unum, aus vielem eines, am Leben zu erhalten. Dazu gehört für Leutze die Gemeinschaft des Unterschiedlichen, weswegen wir im Ruderboot, neben den aristokratischen Großgrundbesitzern und späteren Präsidenten Washington und Madison aus dem Süden, ebenso Pelzhändler und einfache Bauern aus dem Norden und für Leutze, der ein glühender Gegner der Leibeigenschaft und Sklaverei war, ganz wichtig, den freien schwarzen Mann finden, der sich hier in der Uniform eines neuenglischen Soldaten direkt vor Washington für die gemeinsame Sache in die Riemen legt. Womit wir eine inhaltliche Brücke zu Abraham Lincoln geschlagen hätten, der ja mit großen Schritten die Abschaffung der Sklaverei betrieb und wohl auch dafür mit seinem Leben bezahlen musste. Auf die Ermordung Lincolns übrigens antwortete ein anderer großer amerikanischer Dichter, mit der uns heute durch den Film »Der Club der toten Dichter« so bekannt gewordenen Anrede »O Captain, my Captain«. Walt Whitman bezeichnete hiermit Lincoln als den Lenker des Staatsschiffes, der in letzter Minute gefallen an Deck liegt und so den endgültigen Triumph des siegreich alle Wetter und graus Gefahr überstandenen Schiffes, das geborgen und ankerfest mit Siegesläuten umjubelt wird, nicht mehr miterlebt. Aber auch bis in die jüngste Zeit hält sich die Allegorie des Staatsschiffes. So zeigt diese französische Briefmarke die Marianne, die als Personifikation Frankreichs am Bug des Staatsschiffes steht und es gleichsam mit der aufgehenden Sonne im Rücken in eine glorreiche Zukunft führt. In Deutschland ist vor allem die bekannte Karikatur »Der Lotse geht von Bord« des Briten John Tenniel im Gedächtnis geblieben, die 1890 den von Kaiser Wilhelm II. Eingeforderten Rücktritt des Reichskanzlers Bismarck thematisiert. Zahlreiche auf dieses Motiv zurückgreifende Karikaturen sind seither bereits in verschiedenen internationalen Blättern veröffentlicht. Knapp 90 Jahre nach Tenniels Zeichnung fertigte Peter Leger anlässlich eines Europagipfels in Luxemburg die Skizze »Die Lotsen diskutieren noch« an, in welcher das Gemeinschaftsschiff Europa zu sehen ist, über das die gewaltigen Brecher Wirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit und Ost-West-Konflikt hinwegrollen, während die Lotsen, zu erkennen sind unter anderem François Mitterrand, Margaret Thatcher und Helmut Schmidt, immer noch streiten, was denn nun zu tun sei,
und wie und ob man sich überhaupt einigen könne. Nun wollen wir aber allen politischen Widrigkeiten zum Trotz und gesellschaftlichen Widrigkeiten den Rum auch endlich einmal probieren. Das ist ein Schmackofatz, um das mal so frech zu sagen. Zunächst kleidet er mit einer prägnanten Süße aus, aber die ist nicht widerlich oder übertrieben, aber ein guter Brennmeister am Werk, sondern sie rundet sehr schnell dann dazukommende Kanten, Ecken und leichte Piekser, die aus dem Holz kommen, die sie ihre Spitzen haben, rundet die ein bisschen ab und ja, das ist wirklich leicht angebranntes Holz, was im Aroma ist. Da ist natürlich Karamell, da ist Toffee, da ist Vanille drin, was wir schon erwähnt hatten. Aber da ist eben auch diese Säure dabei, die ein schönes Wechselspiel zu dieser wunderschönen Süße hat. Und der bleibt auch am Gaumen, den kann man noch nachempfinden, wenn man ihn geschluckt hat. Es hat einen schönen, sanften, milden Abgang. Er hat 40 Volumenprozent, das ist ein wirklich angenehm zu trinkender und zu kauender Rum. Und ich glaube, ich habe mir zu wenig eingegossen. Da sind auch Fruchtnoten bei. Ein bisschen was, also nicht übertrieben, also so ein Hauch in Richtung getrocknete Banane geht und dann diese Säure ein bisschen von einer tropischen Frucht, ich weiß jetzt nicht, Maracuja wäre viel zu übertrieben, weil der Duft zu hart ist, aber Ananas, irgendwie sowas, also vielleicht auch eher eine Zitrusfrucht, also so eine angenehme, fruchtige Säure, die die Schwere des Toffees und des Karamells hebt, ausgleicht und ein schönes, schönes Wechselspiel zu erzeugt. Übrigens, die Nachhaltigkeit, von der wir vorhin gesprochen haben, die geht für Bindus Singh sogar noch viel weiter. Denn den Rum lässt er, damit auch wirklich kein CO2 produziert wird oder kaum welches produziert wird, tatsächlich auf einem, Achtung, lieber Schwiegervater, Schoner. Und ich blende ihn hier ein, das ist das Schiff, das Segelschiff, über den Atlantik transportieren, in, ja, je nachdem, wie die Wetterlage ist, 2 bis 4 Monaten, werden tatsächlich die einzelnen Fässer für den Ron Sostenible auf diesen Segelschoner nach alter Manier gehievt, festgetaut und dann wirklich mit der Kraft der Seeleute über das Meer transportiert in einer abenteuerlichen Fahrt. Insofern hat das also auch wirklich irgendwo was Romantisches und ich meine, das im durchaus positiven Sinne, im Ulandschen Sinne der Romantik, dass Gedanken auch etwas tiefer und nachhaltiger sein könnten, auch in die Zukunft gerichtet. Und vielleicht ist das auch eine Antwort auf die drängenden Fragen, die drängenden politischen Fragen der Zeit, denn irgendwo befindet man sich ja auch, sagen wir mal, wenn wir das vorhin das Bild gesehen haben, wo über das europäische Schiff diese ganzen Wellen herrollen, dann sind das vielleicht heute andere Kaventsmänner, die da über das Schiff Europa hinwegbrechen. Da würden wir wahrscheinlich von der Klimakrise sprechen, da würden wir wahrscheinlich von der Populismuskrise sprechen und wir müssten ernsthaftig über eine Sinnkrise sprechen, die sich fragt, kann es nicht auch einen Konsum, einen Massenkonsum geben, der dennoch in einer gewissen Art und Weise nachhaltiger ist als das, was wir bisher so produzieren. Hier ist es wirklich anders. Man geht tatsächlich so weit, dass man ihn tatsächlich mit einem Segelschiff, mit einem Schoner, entschuldige Schwiegervater,
über das Meer transportiert und damit nicht genug in Hamburg angekommen, die kommen zunächst in Hamburg an, bevor sie dann nach Dänemark gehen, werden sie dann auch noch in Flaschen aus recyceltem Glas gefüllt. Deswegen sieht die hier auch so ein bisschen, ja, ich möchte sagen, mit einem sehr einfachen Schick aus. Es können da schon mal kleine, schlichte Fehler drin sein, ein paar Bläschen drin sein, weil das eben aus recyceltem Glas gemacht ist. Und auch die Etiketten werden aus biologischem Zellstoff hergestellt mit biologisch abbaubaren Farben. Also man achtet hier tatsächlich darauf, so wenig wie möglich kaputt zu machen und uns damit auch geistig und von der Empfindung her so großen Genuss wie möglich zu schenken. Und auch da im Sinne der Bewahrung von Natur, von Schöpfung, könnte man sagen, wenn man ein gläubiger Mensch ist. Auch da gibt es eine alte Tradition zum Schiffssymbol und die soll uns jetzt im nächsten Götterfunken beschäftigen. In der sumerisch-akkadischen und der jüdisch-christlichen Tradition gibt es das Schiff als Bewahrer des Lebens. Die Erzählung, die wir als Sintflutbericht der Bibel kennen, geht auf einen weitaus älteren sumerischen Mythos zurück, der auch im berühmten Gilgamesch-Epos seinen, böses Wortspiel, Niederschlag fand und dann seinen Weg ins erste Buch Mose nahm. Hier ist das Lebensschiff ein Rettungsschiff und durch dieses wiederholt sich sozusagen als Gnadenakt die Schöpfung aus den Chaoswassern des Urmeeres, in dem hier die Essenz des Lebens von jedem Lebewesen ein Paar vor dem gänzlichen Untergang bewahrt wird. Vornehmlich auf die biblische Arche Noah zurückgehend, aber auch neutestamentliche Bilder wie das Fischerboot Petri, den Sturm auf dem See Genezareth und den Schiffbruch des Paulus einbeziehend, entwickelte sich eine umfängliche christliche Aneignung der Schiffssymbolik, die fraglos immer auch antike heidnische Vorstellungen aufgreift. Vor allem Homers Odyssee tritt hierbei häufig prominent ins Licht. So wird Odysseus zum Prototyp des Christen, der über das böse Meer der Welt voller Versuchungen, Sünden und Gefahren unter dem Schutz des nun als Kreuz Christi interpretierten Mastbaums mit Antenne seiner himmlischen Heimat entgegenfährt. Der Gesang der Sirenen wird meist als süßer Klang der Versuchung gedeutet, aber auch als überirdischer Ton der Weisheit. Clemens von Alexandria interpretiert ihn sogar als Stimme der philosophischen Vernunft, vor der man sich nicht, wie die Gefährten des Odysseus, die Ohren mit Wachs verstopfen soll. Nein, man höre und lerne von den Denkangeboten und Denkweisen der großen alten Philosophen, allerdings immer festgebunden am Mastbaum des Kreuzes, damit man nicht ihren heidnischen Auffassungen verfalle. Apropos alte Griechen, deren Begriff für den Tempelraum Naos und seine Verwechslung mit ebenfalls altgriechisch Naus für Schiff führte möglicherweise im Mittelalter zur lateinischen Bezeichnung Navis, mit der man den Versammlungsraum der Gläubigen in der Kirche eben als Schiff bezeichnete. Allerdings spiegeln sich ebenso das Bild vom Kirchenschiff oder Schiff der Gemeinde als einziger Schutz auf der gefährlichen Reise über das chaotische Meer des Lebens in der Verwendung des Schiffbegriffes als Raumbezeichnung in Kirchengebäuden wieder. Diese steinernen Schiffe sind natürlich auch Machtdemonstrationen des Katholizismus und die Überhöhung des Fischerbootes zum Kirchenschiff betont zusätzlich den Primat Petri, seine Vorrangstellung gegenüber den anderen Bischöfen. Dass der Priester, wiederum in Nachfolge Petri, zum Menschenfischer werden soll, kommt besonders ausdrucksvoll in den barocken sogenannten Schiffskanzeln oder Fischerkanzeln zum Ausdruck, wie hier in der Pfarrkirche St. Petrus in, kein Wortwitz, Fischelheim, Oberösterreich. Im Bootskörper, dieser im Jahr 1759 vom Bildhauer
Franz Xaver Leitner geschaffenen Kanzel sehen wir von rechts nach links den Petrusbruder und Apostel Andreas, dann Christus und schließlich Petrus im Bug. Über Jesus ein Spruchband mit den Worten: Auf dein Wort hin werde ich das Netz auswerfen. Ich habe den Rum jetzt ein bisschen aufgefüllt, aber auch eine ganze Zeit stehen lassen, damit ich Ihnen dann sagen kann, wie er sich nach einer halben Stunde oder dreiviertel Stunde entwickelt. In der Nase ist immer noch Vanille, ist immer noch Karamell, aber nicht mehr ganz so stark. Ich hätte erwartet, weil ich das von anderen Rums in spanischer Manier kenne, dass es eher stärker wird. Es ist noch sehr präsent. Aber im Geschmack kommt jetzt eine sehr schöne Note in den Vordergrund, so etwas wie Brioche mit Orangenabrieb, ein Feingebäck, eine mildere, eine sanftere Note, die zugunsten des Toffees jetzt wirklich präsent da ist. Im Hintergrund dunkle Rosinen, nicht diese harten, sondern weiche, die einen gewissen Saft und auch noch eine gewisse Spritzigkeit haben. Auch die Säure ist noch da, sie ist aber etwas zurückgegangen. Und bevor wir dem Rum jetzt gleich das Zeugnis ausstellen, noch ein Götterfunken für Sie, der die Schiffsmetaphorik, die Schiffssymbolik noch einmal von einer sehr individuellen Ebene beleuchtet. Bereits in der Antike war die Deutung der Schifffahrt als Lebensweg des Individuums höchst zwiespältig. Zum einen riefen Abenteuer spannende neue Erlebnisse und Heldentaten, zum anderen lauerten größte Gefahren bis hin zum Tod. Auf See war man Wellen, Wind und Wetter und den Launen der Götter auf Gedeih und Verderben ausgeliefert. Zudem drohten Sandbänke, Klippen, Seeungeheuer und letztendlich immer der Schiffbruch, bei dem ungewiss blieb, ob man die rettende Planke erreichen und sich irgendwie an Land bringen könnte. Die elementare und existenzielle Erfahrung der Schifffahrt fordert zur Schöpfung sinnbildhafter Deutungen geradezu auf. Und so wundert es nicht, dass diese Reise auf dem Lebensschiff über das Meer der Welt zum Inbegriff des Wagens und Suchens, des Scheiterns und der Hoffnung wurde, auch im philosophischen und psychologischen Sinn. Der Schiffbruch beispielsweise konnte so den metaphorischen Rahmen für das Nachdenken über die Situation des Scheiterns bilden und der überstandene Schiffbruch darin zur philosophischen Ausgangserfahrung werden, die den Weg zu neuem Denken öffnet. Erst als Schiffbrüchiger bin ich glücklich zur See gefahren, soll der antike Philosoph Zenon ausgerufen haben, nachdem er zwar sein Vermögen im Schiffbruch verloren, sein Leben jedoch gerettet hatte und vom Händler zum Philosophen wurde. Für Carl Gustav Jung ist das Schiff ein Vehikel, das den Menschen über das Meer und die Tiefen des Unbewussten führt. Philosophische und psychologische Sinnebenen treten nicht nur in der Dichtkunst oder Philosophie immer wieder prominent in den Vordergrund, sondern überdauern auch in der Marinemalerei Schlachtenbilder und Flottenpräsentationen. Bei Claude-Joseph Vernet zum Beispiel, der im Auftrag des Hofes die Seemacht Frankreich in zahlreichen Hafendarstellungen verherrlichte, steht zugleich, besonders in der Seesturm- und Schiffbruchthematik, die emotionale Einbindung des Betrachters im Mittelpunkt. Die Erhabenheit und Schönheit, aber auch Grausamkeit der Natur und der Schrecken der Katastrophe mitsamt der Errettung Schiffbrüchiger
gehen hier genau jene zwiespältige Verbindung von Abenteuer und Gefahr ein, von der wir sagten, dass sie so charakteristisch ist für die Metaphorik vom Lebensschiff. Und der Betrachter kann nun den Bezugpunkt einer auch inneren Reflexion entsprechend seiner persönlichen Situation finden. Identifiziert er sich mit den Überlebenden, den Rettern oder mit jenen, die noch gegen die übermächtigen Gewalten anzukämpfen haben? Vernet behauptete übrigens, er habe sich in einem Schneesturm an den Mast binden lassen, um das Erlebnis hautnah zu erfahren und so die Wucht des Ereignisses besser ausdrücken zu können. Auch ein anderer Künstler nimmt diese Legende für sich in Anspruch, der rund 60 Jahre jüngere William Turner. Seine Malweise war in Teilen für die Zeit so schockierend und revolutionär, dass heftige Reaktionen nicht ausblieben. So wurde sein Schneesturm, währenddessen er übrigens seine Odyssee am Mastbaum Erfahrung gemacht haben will, von der Kritik als Seifenlauge mit Schaum beschrieben und mit einer entsprechenden Karikatur bedacht, die den Maler mit einem Wischmopp sein Werk an der Staffelei vollbringen lässt. Nun, wie immer man zu der expressiven Impression dieser höchst dynamischen Malerei stehen mag, so muss man in jedem Falle konstatieren, dass man hier wirklich schon von tiefen psychologischer Imagination im jungschen Sinne sprechen kann. Die ungeheure Sogwirkung der Kreiskomposition, in deren Zentrum das Schiff, das Symbol des Ichs, gerade zu erahnen, aber auch die hellsten Stellen des Bildes und das letzte bisschen Himmelsblau zu finden sind, lassen mich an die Zeilen des russischen Dichters Lermontow denken, in denen dieser ebenfalls anhand des Schiffbildes beschreibt, dass der Sinn des Lebenswegs nicht im Bedauern zurückgelassenen oder im Lohn noch zu erjagenden Glückes liegt, sondern dass allein das Leben zu leben die Ruhe im Auge des Sturmes bedeutet. Einsam auf blauer Wasserwüste ein segelweißes Schiff sich wiegt. Was trieb es fort von heimscher Küste, dass es zu fremden Landen fliegt? Ihm schnaubt die Flut, der Sturm entgegen, bald kracht es vorwärts, bald zurück. Es sucht kein Glück auf fremden Wegen, ließ in der Heimat auch kein Glück. Die Wasser unter ihm sich türmen, durch Wolken sieht die Sonne zu. Es lässt sich schaukeln von den Stürmen, als fänd es in den Stürmen Ruh. Ein stürmisches Zeugnis muss er nicht erwarten. Ich blende es ein und hatte ja schon zu einigen was gesagt. Die Nase, sehr schön, süßlich, nach wie vor. Gute 4 Punkte kann man geben. Der Gaumen, in der Entwicklung interessanter, mehrschichtiger als die Nase. Vor allen Dingen, wenn man ihn länger stehen lässt, wenn man mit ihm spielt, kitzelt man noch so Aromen hier raus. Ich habe ganz zum Schluss, muss das noch einmal verifizieren, noch so ein bisschen helle Schokolade mit dabei. Wirklich schön ergänzend zu den anderen Aromen, hatte ich viel gesagt, vor allen Dingen am Gaumen. Gute 4,5 Funken. Der Abgang ist nicht endlos, aber er ist präsent, er wärmt schön. Aber was schön ist, dass er im Gaumen noch lange bleibt, und das möchte ich auch zum Abgang zählen. Das heißt, man hat auch, wenn der letzte Schluck getrunken ist, noch einige Zeit was davon im Mund, auch wenn man tatsächlich nicht mehr viel davon im Mund hat. Und deswegen würde ich auch dem Abgang hier gute 4 Punkte geben. Raffinesse. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Es gibt sicherlich raffiniertere Rums, die
noch mehr Auf und Abs haben, von einer Klimax dann zur nächsten gehen. Und der hat hier seine Kanten schon durch die Dosage ein bisschen abgerundet und trifft dadurch sicherlich auch ein größeres und breiteres Geschmacksprofil. Aber 3,5 würde ich ihm in der Raffinesse durchaus geben. Dafür bekommt er für mich volle 5 Punkte beim Preis. Ja, 40 Euro sind viel für einen Rum, aber überlegen Sie mal, was Sie für manche Whiskys ausgeben, die 8 Jahre alt sind oder 9, und was Sie für manche Rums ausgeben würden, die nicht in diesem Nachhaltigkeitskonzept erzeugt worden sind, dann ist das schon für mich ein extra Punkt wert, den Preis wirklich in Berücksichtigung auch auf die Nachhaltigkeit so hoch zu bewerten. Also Sie sehen, es ist gesamt eingebunden, er ist nicht sonderlich stark, er ist im mittleren Bereich anzusiedeln. Ja, und wenn Sie vielleicht Interesse daran haben, künftig öfter einmal auch unsere Genussprodukte, Zigarren oder vielleicht auch andere, aus einem Nachhaltigkeitsblickwinkel her zu betrachten, gibt es das überhaupt? Lässt sich da was finden, was dann auch den anspruchsvollen Gaumen der Genießer standhält, dann schreiben Sie mir das einfach in die Kommentare. Mich würde interessieren, ob Sie das Thema auch bewegt, ob Sie dieses Thema mitverfolgen oder nachverfolgen möchten oder ob Sie möchten, dass ich es vielleicht auch noch einmal aufgreife. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Schiffsfahrt durchs Leben und schließe nicht mit meinem üblichen Satz, sondern mit einem schönen kleinen Sinnspruch von Friedrich Schiller, der hier jede meiner Folgen da hinten aus dem Bücherregal heraus beobachtet. Und dieses ist überschrieben mit Erwartung und Erfüllung und verleitet uns vielleicht dazu, unsere Erwartungen nicht zu hoch zu schreiben, aber doch zufrieden zu sein, wenn ein Teil in Erfüllung geht. Und da heißt es in diesem Epigramm: In den Ozean schifft mit 1000 Masten der Jüngling. Still auf gerettetem Boot treibt in den Hafen der Greis. Ihnen alles Gute und bis zum nächsten Mal.